neue Zentrale. Ich sag mal so, es ist noch alles sehr, sehr hart im Aufbau. Es heilt hier übel. Ich habe eine übel provisorische Schallschutzwand gebaut, sage ich mal. Falls ich heute abkacken sollte, der Stream. Das ist gerade mein WLAN-Router, weil ihr müsst wissen, oh mein Gott, es heilt so doll. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm von der Audio her. Die Vodafone-Error hat ein Ende, Leute. Ich bin jetzt bei Telekom, aber der Telekom-Techniker hat reingeschissen. Ihm fehlte irgendein Werkzeug oder sowas. Deswegen habe ich vernünftiges Internet am Dienstag. Dienstag ist quasi so mein Goal, auf das ich heransehe. Ab da habe ich Internet in der Wohnung, aber ich wollte nicht warten. Ich habe mir eine SIM-Karte gekauft mit unendlich Datenvolumen und habe jetzt mein Handy als WLAN-Router quasi angeschlossen. Das heißt, mein gesamter PC läuft gerade über meine SIM-Karte, die ich mir auf Krampf gekauft habe, weil ich keine 5 Tage warten konnte für meinen Livestream. Und wenn hier heute irgendwas abkackt mit Internet, das ist der Grund. Aber gerade läuft es eigentlich ganz stabil, oder? Bei Gott, gerade läuft es besser als mit Vodafone. Mir fühlt es sich ein Plastikskelett größer als du, stimmt halt nicht. Ist ja nicht mal so. Und vor allem, der steht nicht ganz auf dem Boden. Der ist auf so Rollen. Der steht nicht ganz auf dem Boden. Warum hast du ihn ja? Warum nicht? Der ist cool. Der chillt jetzt hier erstmal. Ich habe mir instant dieses Skelett gekauft. Ich habe nicht mal Schränke hier. Hier ist alles mit so Kartons noch. Im Laufe der nächsten Tage und Wochen wird sich ja alles so ein bisschen transformieren. Schallschutz wird kommen, dass der Sound ein bisschen besser ist. Die ganzen Schränke werden kommen, ein paar LEDs und so. Erster Run in der neuen Wohnung. Direkt nach meinem 24-Stunden-Stream war ich in Amerika einfach. Ich war in Los Angeles und es war ziemlich ehrenlos tatsächlich, weil Amerika ziemlich ehrenlos ist. Amerika, ihr müsst euch Amerika so vorstellen. Egal, was man isst, egal, wohin man geht, alles hat 1 Milliarde Kalorien und das ist nicht mal übertrieben. In Amerika gibt es dieses Gesetz, ich weiß gar nicht, warum es in Deutschland nicht so ist, aber in Amerika gibt es dieses Gesetz, dass man überall hinschreiben muss, wie viel Kalorien etwas hat. Auch in irgendwie Restaurants, wenn man in einem Restaurant ist, in einer Fastfood-Bude, egal, wohin man geht, überall stehen die Kalorien daneben, was in Deutschland nicht so ist. Wenn du in einem Restaurant bist, da steht dann nicht neben so, yo, die Pizza hat jetzt 1000 Kalorien. In Amerika ist das so. Ist ein ziemlich geiles Gesetz eigentlich, aber ihr müsst euch vorstellen, man geht irgendwie so in so McDonald's oder so und ein Milchshake hat da legit so 1100 Kalorien. Ein einziger Milchshake. Und das war da alles, was man gegessen hat. Da war überall so unnecessary viel Zucker und Fett und sowas drin. Und einerseits war es natürlich geil, das alles zu genießen und sowas, aber andererseits ging es mir auch so kacke nach dem Urlaub. Es war so scheiße. Du willst doch fett werden, das ist true. Ironischerweise habe ich nicht mal zugenommen in den USA. Und mir ging es nach dem Urlaub so scheiße. Einerseits natürlich, weil ich nur scheiße gefressen habe, aber andererseits, weil ich einfach eine Lebensmittelvergiftung kassiert habe von Lufthansa. Ich wurde in meinem Flugzeug vergiftet. Es ist nicht confirmed. Confirmed ist nur, dass ich eine Vergiftung hatte, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es das Flugzeugessen von Lufthansa war. Ich bin ja mit 2 Homies geflogen. Uns allen ging scheiße und einer hat sogar schon im Flug gekotzt. Der Homie neben mir hat diese Tüten, die man eigentlich so zum Hyperventilieren benutzt. Er hat einfach reingekotzt. Und ich habe ihm so noch so meine Tüte gegeben, weil er seine Tüte vollgekotzt hat. Und mir ging es da noch ganz okay, aber Bro, der Tag danach war over. Ich habe nur gekotzt, ich lag nur im Bett. Und deswegen kam auch kein Video letzte Woche, weil mir ging es richtig scheiße. Und dann war instant der Umzug. Und mir ging es immer noch scheißer, als der Umzug war. Waren bestimmt die Klimakleber. Hören wir damit auf. Ich weiß nicht, ob ich mich unbeliebt, obwohl ich will darüber nicht reden. Sag, was du denkst. Meiner Meinung nach ist das voll wichtig, wofür sich diese Klimakleber einsetzen. Aber ich sehe nur so Leute, die so richtig sauer darüber sind. Alle Leute so, diese dummen Klimakleber. Aber Bro, was soll man denn machen? Soll man einfach nichts machen und weiter dabei zusehen, wie nichts geschieht und unsere Welt den Abgrund entgegensteuert? Ich finde es gut, dass ein Zeichen gesetzt wird, sage ich ganz ehrlich. Guck mal, die Leute tun so, als hätten die Klimakleber ihre Mom oder sowas beleidigt. Dann war so, ah, diese Klimakleber, was soll das und sowas. Ich finde es eigentlich wichtig und richtig. Sieht so aus, als ob du gerade im Wartezimmer vom Arzt streamst. Steht bei euch im Wartezimmer sowas? Ich würde direkt wieder flüchten. Ja, aber ich mag meine Wohnung. Es wird noch eine Roomtour geben, aber erst, wenn alles so ein bisschen wohnlicher geworden ist. Also es wird noch dauern. Gerade stehen überall einfach nur Kisten und so. Wieso überhaupt umgezogen? Ich habe mich nicht wirklich wohlgefühlt in meiner alten Wohnung, beziehungsweise nicht in der alten Wohnung an sich. Die Wohnung war nice, aber in der alten Umgebung, you know. So Wiesbaden, Hessen, Hood. War einfach nicht so meins. Ich habe mich nicht wirklich wohlgefühlt. Es lag auch so ein bisschen an den Leuten, die da waren, nämlich Kai
alleine. Ich war ein bisschen einsam, you know. Hier in NRW, ich habe so viele Freunde und Bekannte und die Anbindung zu meiner Fam ist viel besser. Deswegen, es hat mich wieder weggetrieben. Berlin-Klassenfahrt war krank. Berlin-Klassenfahrt klingt, um ehrlich zu sein, ein bisschen lame. Allgemein, Klassenfahrten, die innerhalb von Deutschland sind, sind meiner Meinung nach immer so ein bisschen lame. Es war auch bei mir immer so. Immer, wenn man in diese Klassenstufen gekommen ist, wo man Klassenfahrten außerhalb von Deutschland gemacht hat, wurde es legendär. Ich hatte eine Klassenfahrt in Prag, legendär. Klassenfahrt in London, legendär. Klassenfahrt in Brüssel, legendär. Klassenfahrt in Südtirol, legendär. Alle Klassenfahrten außerhalb von Deutschland waren legendär. Dann hatten wir Klassenfahrt in Nürnberg. To be fair, Nürnberg ist eine geile Stadt. Ich bin Nürnberg-Fan. Vor allem auch die History, die Nürnberg hat, ist voll heftig. Da waren ja die Nürnberger Prozesse und allgemein war Nürnberg so ein bisschen die Hochburg von Adolf Hitler. Und auch so die Historie davor mit dem großen Schloss auf diesem Berg war cool. Aber halt so ein bisschen basic. Das war einfach nur chillen mit Homies, versteht ihr, was ich meine? Da war es eigentlich egal, wo man ist. Wo war eure coolste Klassenfahrt? Rom. Ich war noch nie in Rom, aber ich habe von jedem gehört, das soll so ultra ranzig sein. Also nur von, du hast gerade gesagt, das ist die coolste Klassenfahrt. Ich will sie jetzt nicht schäbig reden. Rom soll so richtig nach Pisse und Scheiße riechen, stimmt das? Genauso wie Paris. Ich war in beiden Städten noch nie. Ich will mal, aber ich war noch nie in Rom. Rom ist so interessant, vor allem wegen dem antiken Römischen Reich. Leute, können wir über das Römische Reich reden? Ich liebe, dass das momentan so ein Meme geworden ist mit dem Römischen Reich, weil es halt so true ist. Ich denke wirklich sau oft an das Römische Reich. Und ich finde es so lustig, dass es so ein Meme geworden ist, dass anscheinend alle Männer immer an das Römische Reich denken. Weil, also zumindest für mich, ich glaube, viele joken da so. Real Talk. Ich habe wirklich oft daran gedacht. Und mir auch sehr oft Dokus reingezogen und so. Kroatien, wow. Das ist ja sau weit weg, holy shit. Das klingt aber sehr, sehr geil. Florenz, oh, allgemein Italien. Ich will mal nach Italien. Darki, da liegst du falsch. Das Römische Reich ist sehr, sehr interessant und sehr maßgeblich für die Entwicklung unserer heutigen Zivilisation. Okay, lass uns so ein bisschen über das antike Römische Reich reden. Erstens, die Streitkräfte. Das antike Römische Reich war so ein großes Reich, das sich vom Mittelmeer bis in den Nahen Osten erstreckte, weil die Streitkräfte so heftig sind. Ihr müsst euch mal durchlesen, was für Formationen es gab von den Streitkräften des antiken Römischen Reichs. Wow, das politische System. Schon so fortschrittlich für die damalige Zeit. Es gab eine einigermaßen demokratische Institution. Es gab Gewaltenteilung, Judika, so heftig. Dann natürlich die ganze Infrastruktur, Straßen, heftig. Kanalisation, heftig. Alles revolutioniert. Und dann die ganzen Ränge, die es im antiken Römischen Reich hat. Die Konsule, alles, wow, wow. Ägypten ist 100-mal cooler, piss dich. Ich kann da jetzt nicht so heftig gegen arguen, aber also Römer sind viel cooler als so Ägypten. Du hättest die alten Möbel mitnehmen können, habe ich zum Großteil. Aber ich hatte halt eine Einzimmerwohnung. Jetzt habe ich drei. Das heißt, die meisten meiner alten Möbel sind momentan in meinem Schlafzimmer. Und mein Office, ich habe jetzt ein Office, mein Office, wo ich jetzt drin bin, ist halt zum Großteil leer. Ich habe zum Beispiel das Sofa aus meiner alten Wohnung mitgenommen und das steht jetzt hinter mir, weil fürs Wohnzimmer hole ich mir ein neueres, größeres Sofa. Aber ansonsten steht hier eigentlich gar nichts außer mein Schreibtisch. Meine Schränke sind auch im Wohnzimmer und im Schlafzimmer zum Großteil. Das heißt, es ist gerade ziemlich leer hier. Sorry, Mr. Dreizimmerwohnung Clay. Du wärst schockiert, wenn ich dir das jetzt sage. Zahl für meine jetzige Dreizimmerwohnung ungefähr genauso viel wie für meine Einzimmerwohnung. Ich habe vorher im Rhein-Main-Gebiet gewohnt, was so ziemlich die teuerste Gegend Deutschlands ist. Und jetzt wohne ich im Pott, in Bochum, wo die Mieten halt nicht existent sind. Das heißt, ich zahle eigentlich gar nicht so viel Miete. Ich habe auch nicht nach einer Dreizimmerwohnung gesucht. Ich habe einfach nach einer Wohnung gesucht und dann war die da halt so in meinem Preissegment und hat alles geklappt. Und die ist viel größer als meine alte Wohnung. Meine alte Wohnung hatte 40 Quadratmeter und die jetzt hat 70, was viel zu groß ist für mich alleine, aber die kostet halt genauso viel wie die für 40, versteht ihr, was ich meine? Also ich habe jetzt nicht so gemacht, so, oh, ich brauche eine große Wohnung, so, ist nicht so. Was mir persönlich aber sehr gefällt, ist halt der Fakt, dass jetzt Arbeit und Chillen getrennt ist, weil das hat mich so ein bisschen mentally gefickt, müsst ihr wissen. In meiner Einzimmerwohnung war es halt so, dass Schlafzimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer in einem war quasi und das heißt, ich konnte nie richtig abschalten. Ich habe in der Lage gechillt, wo ich auch arbeite. Das ist so, als wenn ihr in eurem Büro leben würdet, auf Arbeit aber. In eurem Arbeitsbüro würdet ihr so leben. Ich persönlich konnte super schwer nur abschalten, weil ich mir halt dachte, okay, jetzt wo ich hier gerade sitze und eigentlich chille und Pause habe, könnte ich auch gerade arbeiten. Versteht ihr, was ich meine? Also ergibt das Sinn? Da habe ich halt jetzt hier die Hoffnung, dass es nicht mehr so ist, weil ich jetzt halt wirklich Wohnzimmer und halt dieses Office getrennt habe, was sehr geil ist. Zum Arbeiten gehe ich hier hin und wenn ich meine Eier chille, habe ich dann mein eigenes Zimmer. Akku.
Oh, ich traue mich nicht nachzugucken. Wenn ich gleich weg sein sollte, ihr wisst warum. Müsste legit auf 1% oder sowas sein. Ich bin dein Handy, ich kann nicht mehr. Ich hab zu hart Bock. Okay, wie viel? Alter, das ist heiß. 1%, 1%. Okay, warte, ich glaube, ich muss eine richtige Abmod machen. Ich zeig's euch als Beweis. Ich mache lieber eine richtige Abmod, bevor ich jetzt einfach gleich weg bin. Ja, was soll ich sagen?